Okay, dann komm her. Ja, du musst schon richtig, ne? Ja. Wir haben ein neues Haus hier. Level 5 sogar schon. Ne Katze. Juhu. Alter. Aber warum Bonbon? Verstehe ich jetzt gar nicht. Eigentlich wollte ich das Bonbon beim Hund ausprobieren. Hätte ich jetzt eher vermutet, ehrlich gesagt. Naja, wohl Katzen ist eigentlich auch logisch, ne? Erklärt sie nicht. Ja, süß, süß, beides süß. Huhu. Eine ganz logische Erklärung. Oh, bitte, es ist jetzt kein Gegner. Warum habe ich meine Lampe an? Es ist ein Gegner, ja, toll. Geh mal da weg. Ich muss ja eben mal schlafen. Ich will jetzt keine Suppe essen oder so. So, gute Nacht. Gute Nacht. Wir gehen eine Runde schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. Wir gehen eine Runde schlafen. Oh, das hört sich irgendwie voll komisch an. Und. Hey! Sag mal, soll ich hier eine Vergewaltigung werden oder was hier? Sag mal, du hast ihn ja auch noch. Ja, klar, hier. Los, Katze, greif ihn an, mach ihn fertig. Der hat sich verdient zu leben. Nach so einer Tat. Ja, der muss ja jetzt nochmal schlafen. Was sind hier eigentlich so viele Grillen? Wie kann ich schlafen? Hallo? Geh doch. Danke, Sturmangriff. Bam! Und wir sind wieder wach. Onionling. Oh ja. Die ziehen wir mal eben alle an. Kommt, 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 meine kleine Onlungs. Kommt, meine kleine Onlungs. Euch erledige ich eben mit Leichtigkeit. Ja, sieht doch schon sehr gut aus. So, haben die nichts mehr? Gut. Dann geht's weiter. Und wir brauchen immer noch Herzen. Da ist der nächste Gegner. Den holen wir uns. Ich glaube, sein Bruder findet das gar nicht gut, dass wir ihn jetzt in den Käfig eingepackt haben in unserem Inventar. Kann das sein? Boah. Ja, nicht so viel Schaden hier, ja. Oh, unsere Katze hat er getötet. Oh, nächster, nächster, nächster. Weiter geht's. Zweite Runde. Round 2. Na komm, 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 komm. Oh, und besiegt. 7 EXP. Was? Na, was möchtest du? Für dich habe ich ja immer noch nichts gefunden, ne? So, und jetzt habe ich keinen Bock mehr, dich ein Leben zu lassen. So, 2 XP. Oh, sogar 2. Krass. Uns fehlt nicht mehr so viel. Dann sind wir Level 6. So, zack, noch 2 Herzen. Und einmal Sturmangriff. Bam, da haben wir ihn weg. Da haben wir ihn weggesnackt. Oh, lecker Snack, ja. Die Katze hat auch einen Snack gekriegt von mir. Jetzt muss ich sie nie wieder füttern. Das Bonbon hält ewig. Eine Katze. Okay, jetzt probieren wir was auf. Katze, war das eine gute Wahl mit dir oder hätte ich lieber die nehmen sollen? Komm her. So, Katzenkampf. Hä? Wer gewinnt? Wer gewinnt? Ja, unsere Katze hat gewonnen. Juhu! Juhu! Und auch überhaupt nicht geschummelt. Yeah! Juhu! Wir sind einfach ein gutes Stream-Team, ne? Katze? Oh yeah. Wo bin ich hier eigentlich gelandet? Mal ganz ehrlich. Wir sind. Oh, was läuft denn uns da hinter denen her? Ein Radieschen. Ich krieg den Haar nicht zu. Dämmer! Danke. So. Oh, ein paar Raben. Ob die was von dem mögen, was ich hab? Warte mal, das müssen wir jetzt ausprobieren. Hey, Rabe, magst du das? Okay. Magst du das? Okay, dann hole ich meine Katze wieder raus. Sammel das ein. Und bin stinksauer. Jetzt greife ich gleich beide an. Oh, da unten ist noch einer, den holen wir uns auch. Katze, komm mal her. Wir kämpfen wieder im Sumpf. Los! Vernichtigos! What the hell?
Wieso greifen mich meine eigenen Brüder an? Katze, komm her. Zum Glück kann man... Ja, toll, das hat jetzt viel gebracht mit dem Rufen. Alter. Ah, das hat die überhaupt nichts gebracht, ne? So, und ihr beide seid jetzt tot. Todefrösche seid ihr. Seid Verräter unseres Landes. Und zwar das Land of Froggy. Also geh weg hier. Auf Wiedersehen. Tschüss. Danke. Ende. Aus. Vorbei. So. Weiter geht's. Den Busch muss zerstört werden. Er hat alles verraten. Er hat unsere Geheimstrategie verraten. Und die ist, dass wir keine haben. Dam, dam, dam. Was für ein Schock jetzt. Okay, ich übertreibe hier gerade ein bisschen. Ich hoffe, man kann mich einigermaßen gut verstehen. Jetzt habe ich es nochmal justiert. Aber es war die ganze Zeit verrutscht gewesen. Es ist mir aber ehrlich gesagt momentan auch ein bisschen Banane, sag ich mal. Bananas. Oh nee, jetzt fange ich schon wieder an zu singen. Ein Pferd! Oh nein! Ein Pferd! Oh nein! Ah, wir hätten versuchen mal sollen, die zu zähmen. Na egal, jetzt kaufe ich die alle an. Gott! Hilfe! Sturmangriff! Sturmangriff! Ja! So, erledigt! Du auch? Sehr gut! Und da sind wir schon fast Level up. Yeah. So, da oben ist ein Busch, den holen wir uns mal eben. Und ich weiß überhaupt nicht, wo wir jetzt noch sind. Ich frage mich, ob ich euch mal in der Nacht zeigen soll. Dass wir jetzt nicht in die Stadt zurückkehren, sondern hier bleiben und dann bis es dunkel ist einfach. Um einfach euch das auch zu zeigen. Weil sonst würde ich jetzt langsam schon wieder zurückrennen und auf die Karte gucken. Aber nee, ich zeige euch das mal. Wir können ja während der Nacht noch zurückrennen sonst. So, okay, da sind Viecher, die hole ich mir jetzt gleich. Das heißt, falls er nicht zu mir kommt jetzt noch. Oh, es sind aber ganz schön viele Viecher von denen. Und die sind stark, die sind noch rot. Und so viel, was rot bedeutet, tot. Ach du Gott. Rotgänger, Totgänger, Grüngänger, Leben länger. Oh, ich den Satz gehasst hab. Nein, jetzt habe ich den... Oh, super. Automatische Reaktion, ja gut, dann holen wir erstmal das Blümchen da. Das Blümchen. Oh, schon wieder ein Herz mehr. Ich habe schon mindestens 384 Herzen. Zumindest was mein Nebenmann sagt. Und die Katze 141. So viele Herzen kann man im Körper haben, müsste auch viel dicker dann sein. Aber ich bin ja nur so ein kleiner Froggy-Man. Froggy. So, das sind mir ein bisschen viele. Komm du mal her. Ich mach dich jetzt erledigen. Ich erledige dich jetzt. So. So. Du bist Vernichtibus. So. Und Level up. So, dann lass mal kurz gucken, worauf können wir skillen. Wäre jetzt eine Idee. Okay, 200. Aber ich bin dafür eigentlich. The cooldown last 18 Sekunden. 17, 23, 16. Ja, machen wir mal den Cooldown runter. Wäre vielleicht besser. Kann man den Sturmangriff öfter, häufiger benutzen. So. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Oh, jetzt sind schon zwei hier. Oh Gott. Na, wird das was? Ich habe keine Tränke in meiner Leiste. Nein. Gut. Muffin wird gegessen. Yam, 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 yam. Unsere Katze ist schon wieder erledigt. Ja, wie schön. Und wir haben schon wieder 23. Yeah. Bringt richtig gut XP, ne? So, noch ein Muffin. Und dann legen wir uns mit den restlichen zwei an. Ja. Okay, noch ein Muffin. Und dann können wir wieder die Heal Points benutzen. So, ja, dann geht's los. Hey, los geht's. Keine Müdigkeit vorschätzen. Oh, ich glaube, der ist stärker. Nee, orange müsste eigentlich schwächer sein, ne? Okay, komm her. Den mach ich fertig. Nee, der ist schwächer. Sehe ich jetzt schon. Der lässt sich ja richtig schön einfach besiegen. Der einzige Schwache hier. Oh Gott, das muss ja noch ein Kind sein. Können wir jetzt gerade behaupten.
Oh, die ziehen mir aber gerade ganz schön nach. Und meine Katze ist schon wieder gestorben. Wie genial. Ja, kommst jetzt mal runter. Hallo? Sturmangriff. Oh, knapp überlebt. Darauf trinken wir ein. Nein, natürlich nicht. Wäre Verschwendung. Hallo? Das öffnet sich schon wieder nicht. Ich weiß nicht, was da zwischendurch ist. Ganz komisch. Okay. Ja. Okay, so. Jetzt öffnet sich's wieder. Trinken wir mal eben zwei Suppen, damit wir wieder volles Leben haben. Oder wir können ja eine trinken und dann können wir ja mal gucken, ob wir ein Bett finden. Ein Bett finden. Wir haben schon voll viel Essen, ne? Verschiedene Sachen so. Oh, Speedangriff. Bam. Yeah. Da, wo sind wir hier? Ah, okay. Wir klettern mal eben hier hoch. Ja, so. Oh, schon wieder so eine schön hohe Stelle. Ich bin ja dafür, dass wir jetzt hier runterspringen. Pass auf, wir springen jetzt hier runter. Mit Sturmangriff. Sturmangriff? Ja. Das hat nicht funktioniert, was ich wollte. Gott, peinlich. Wir sind gestorben, wegen Dummheit. Och, Manu, ich wollte während des Sturmangriffs eigentlich das Dings öffnen. Mein Sailing da. Ich hab schon wieder vergessen, wie es heißt. Ach Gott. Ich hab Alzheimer. Ganz junges Alzheimer, habe ich das Gefühl. Och, Manu. So. Komm her. Besiegt. Da ist eine Höhle? Naja, nicht wirklich. Und da sind die Fliegen, wo wir gerade gestorben sind. Das heißt, von da oben kamen wir. Und da gehen wir jetzt gleich nochmal hoch und dann fliegen wir richtig. So, Fliegen, komm mal her. Ach, da ist sogar ein Herz. Vielen Dank. Zwei sind platt. Vier verbleiben. Eine logische Reihenfolge. Ah, komm. Und du noch. Sehr gut. Erledigt sind sie. Ich wünschte, ich könnte da jetzt so einfach hochklettern. Aber ich glaube, so viele Samina habe ich noch nicht. Also wahrscheinlich eher der Vermutung überhaupt gar nicht. Aber hier schaffen wir es. Ja. Komm, kleiner mal hoch. Kleiner Mann. Ah, so. Ob ich das da schaffe? Hoch. Ich versuch's mal. Ich versuch's. Und ja. Oh, sogar fast ganz geschafft. Cool. Das ist ein Sturmangriff wert. So. Eigentlich müssten wir uns jetzt eben noch was herstellen. Aber ich mache lieber was anderes. Mal eben hinsetzen. Hallo? Ja, gut. Oh, aus dieses Aussicht genießen. Durch zwei Augen. Nö, nö, Wachturm, nö. Was ist das für ein Riesenbaum? Oh, da will ich hin, da will ich hin, da will ich hin. Den habe ich ja eben gar nicht gesehen. Riesenbaum, wo sind wir denn hier gelandet? Ja, er sagt mir gar nichts. Okay, finde ich schon mal nett. Und zu dem Riesenbaum will ich jetzt. Und deswegen sage ich mal. Geronimo! Fliegen. Wieso ist es immer so still, wenn man fliegt? Und warum werde ich mal so still dann? Merkwürdig. Oh, das ist ein Lager. Und ein Ogre. Und wir landen auf einer falschen Stelle. Ah. Sag ich doch. Nein. Wow. Run away. Autsch, autsch, autsch. Aua, aua. Irgendjemand kämpft da gerade. Habe ich das Gefühl. Sag mal, kannst du aufhören, mich zu verfolgen hier, oder was? Das geht ja gar nicht. Jetzt muss ich auch gut das hier zerstören. Der ist immer noch hinter mir. Ach Gottchen. Was haben wir da hinten? Eine Statue, eine Eule und ein paar Hasen. Hasen, tipp ich mal Karotten, ob es Karotten gibt. Ich weiß gar nicht, ob es Karotten gibt. Ey, der Ork ist auf Orange. Alter, das ist interessant. Komm, den machen wir jetzt fertig. Komm her, Orange. Hier, deine Vernichtung ist... Alter. Gott. Der macht aber echt viel Schaden. Nein. Ah, ah, ah. Hilfe, 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 Hilfe.
Alter. Ist das jetzt dein Ernst? Der ist ja total stark. Der muss auch mindestens so viel Geld haben, sonst drehe ich durch. Sturmangriff. Komm, den haben wir gleich, den haben wir gleich. 7 EXP, oh, der hat aber eine ganze Menge eingebracht. Aber auch eine ganze Menge Heiltränke verschwendet. Naja, einmal muss man ausprobieren, ne? Weil wir können ja hier... Oh, wie viele Ogre sind denn hier? 3 Stück. Der ist böse. Die sind alle auf Orange, ne? Kann das sein? Der Baum ist böse. Ich wollte jetzt eigentlich auf den Baum raufklettern. Sehe ich eine Möglichkeit? Oh, noch ein Ogre. Aber der ist rot. Na, genauso schlimm. Gott. Weiß jetzt nicht, was schlimmer ist. Ist es jetzt doch orange schlimmer oder ist rot schlimmer? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Das weiß ich jetzt ja überhaupt nicht. Also es wäre nett, wenn ihr es reinschreiben würdet. Es würde mir, das Let's Play und sicher auch ganz vielen anderen, die das Spiel spielen, weiterhelfen. Und ihrer Gesundheit. So, einmal rüber. So. Kann ich das von hier? Warte mal. Ich will auf den... Ja, genau. Hau dir die Decke an, ist... Ja, ich sag dazu nichts. Hau dir die Decke an, ist klar. Froggy, ich glaube, wir sollten mal ein bisschen über deinen Gesundheitszustand reden. Nein! Jetzt bin ich da runtergefallen, weil es einmal kurz geleckt hat. Ich glaube es nicht. Okay, der Baum ist mir jetzt sowas von... Egal, sowas von Schnuppe. Wo ist denn der Baum hier überhaupt? Ah, da. Lawyer Tree. Wo sind wir hier überhaupt? Wir sind immer noch in der Nähe des Dorfes. Guck mal, wie wir die Karte schon aufgedeckt haben hier. Wenn man nicht alles auf einmal sieht. Ja, okay. Ich bin ja dafür, dass wir dahin gehen. Okay, und das müssen wir in West-Süden. Also, go, go. Das heißt, es ist Tempo. Wir müssen nach Südwest. Nee. Ja, doch, Südwest. Genau. Halleluja. Komm ich da noch auf? Autsch. Oh Gott. Musst du dich denn immer verletzen hier? Ach, haben wir schon genug? Oh. Okay. Gleiten. Und weiter geht's. Sturmangriff. Bam. So, weiter geht's. One away. Ah, jetzt haben wir keinen Sturmangriff, um den Busch zu zerstören. Wie geil. Wie genial. Frogman. Aber der ist freundlich. Ein freundlicher Frogman. Halli, hallo. Wie geht's dir? You are looking for bombs. You should visit the item shop. Ja. Ist in Ordnung. Ist gut. Schildkröte. Vielleicht habe ich ja was für dich. Magst du das hier? Das hier? Der mag auch schon wieder nichts, ne? Okay, weißt du was? Denn. Hier. Da, nimm das. Und das. Autsch, 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 autsch. Nimm das hier. Genau, nimm das hier. Und noch ein bisschen davon. Eine Schildkröte hätte ich schon gerne. Wenn er die Attacke macht, das ist echt sicher lustig. Aber die macht nicht viel Schaden, ne? Wir haben doch Bomben, ne? Lass mal ein paar Bomben benutzen. Hier, Bombenstärke 10. Können wir einmal... wie war das jetzt? Q, genau. So, und die Bombe explodiert. Und ist da irgendwas drunter? Nein. Aber eine Kuh haben wir. Die sagt auf Wiedersehen. Eine Kuh, sie sagt jetzt Tschüss. Sagt auf Wiedersehen. Südwesten war das, ne? Wo wir hin mussten? Ja, genau. Tun wir jetzt so, als ob ich mit euch reden kann und das überhaupt gar nicht aufnehmen, sondern das jetzt eine Art Livestream ist. Ja. Ein Wolf, den müssten wir doch jetzt besiegen können. Zwar mit Leichtigkeit. Komm her! Boah! Attack! Greif doch nicht meine Katze an! Heikling! Wir haben die Tränke nicht drin, ne? Oh, 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 oh! Gott! Helf mir mal! Hey, du! Ja, genau, mit Pfeilen drauf.
Perfekt. Genau, sehr gut. Bravo. Erstmal saufen, ne? Auf den Sieg. Würde ich eigentlich auch sagen, aber ich habe nur noch so wenig. Muss ich ein bisschen sparen. So. Erledigt. Oh, was sind denn da hinten? Die sind sicher feindlich. Weil da ist ein Zeltlager. Behaupte ich jetzt mal einfach. Und ich habe das Gefühl, meistens werden... Nein, die sind freundlich. Oh. Oh. Kann ich mich ja hier schlafen legen. Und gute Nacht. Schnarch, schnie, schnui und der Donnerschock gegen den Zelt. Wie sieht das denn aus? Guckt euch das mal an. Ich bin, wie ich schlafe. Hypnoman. Irgendwie sowas in der Art. Na komm, dann steh auf. Und schaff ich's. Oh, mit dem Sprung rübergekommen. Und die Katze muss klettern und schwimmen, obwohl die kein Wasser mag. Ich bin echt gemein zu meiner Katze, ne? Schlimm. Okay, wir machen noch die Fliegen. Dann muss ich leider eine Aufnahmepause machen. Leider, leider. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ne? So, die machen wir jetzt noch fertig. Oh, alle fünf gestunt. Geil. Alle bewusstlos hier gerade. Bam, zwei Besicht. Und nochmal drei Besicht. So, okay. Da würde ich sagen, wir setzen uns... Ah, da ein Zeltlager. Komm. Da setzen wir uns noch hin neben. Und da muss ich mir unbedingt merken, Südwest. So. Setzen wir uns hier noch schön hin. So. Eigentlich würde ich lieber in die andere Richtung gucken, aber nun gut. So, und damit würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Cube World. Ein sehr episches Spiel, meiner Meinung nach. Und ich hoffe, dass ich das nächste Mal nicht ganz so durcheinander bin. So, deswegen, ich wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube und bis zum nächsten Mal. Euer Yataro. Ciao.